Sascha Keller von der Projektleitung der Deutschen Bahn Chems. Heute Turnen. Was habt ihr sonst noch alles gemacht? Welche Sportarten bisher? Wir hatten schon ein Schwimmcamp, werden jetzt in diesem Jahr noch Tennis haben mit Nicola Kiefer. So, und jetzt heute das Turncamp mit Marcel Nguyen. Wie kam es zur Entscheidung, Marcel dafür zu gewinnen? Ja, Turnen ist ja ein toller Sport. Es war nicht mein Lieblingssport als Hockeyspielerin, aber ich bin begeistert hier von dieser Halle. Und auch, ich glaube, die Kinder fanden es super, hier die ganzen Geräte mal in einer Halle zusammen zu haben. Marcel hat denen das super beigebracht, selber mal was vorgemacht am Reck, war beeindruckend. Und daher denke ich mal, ist es für Kinder ein toller Sport, gerade auch in jungen Jahren. Was ist die Zielsetzung, die hinter so einem Projekt steckt, die Kinder einfach weiterhin für den Sport zu begeistern? Ja, ist einfach wichtig. Deutsche Bahn ist ja auch als großer Sponsor bei Jugendtrainiert für Olympia und Paralympics. Und ich selber kann das auch nur unterstützen, weil es einfach toll ist, dass man Kinder, Jugendliche zum Sport kriegt, sie beim Sport hält und da offen auch für alle Sportarten, ob nun Turnen oder Schwimmen, Tennis. Ich würde mich auch freuen, wenn Hockey mal dabei ist und daher ist es heute eine tolle Geschichte mit Marcel hier. Jetzt bist du nicht die Turnexpertin, aber hast den Marcel hier heute auch kennengelernt. Macht er einen motivierten Eindruck für die Olympischen Spiele? Auf alle Fälle. Er ist, glaube ich, jetzt auf einem guten Weg nach seinen Verletzungen und dem Unfall, dass er jetzt wieder genug Zeit noch hat, in den nächsten Monaten sich wieder ganz topfit zu machen. Und also für mich hat er schon heute eine Medaille auf alle Fälle bekommen. Vielen Dank. Bitte. DB-Camp mit Marcel Nguyen. Wie hat dir der Tag gefallen? Ja, es war richtig gut. Wir haben auch viel gelernt und was wir halt besser umsetzen können, dann jetzt auch in den nächsten Jahren, ja, dass wir auch besser werden und so. Wie aufgeregt ist man, wenn man so ein großes Idol trifft, um dann mit ihm zu trainieren? Ja, also es war schon halt, man war schon aufgeregt und wusste auch nicht, wie man damit umgehen soll, also wie man ihn ansprechen soll, ob man ihn auch irgendwie duzen, siezen soll und so. Und ja, es war halt, man hatte schon ein bisschen Bauchkribbeln. Und, wie ist er? Richtig nett, ja. Also voll offen und einfach so, als wäre er gar nicht so, also so, als wäre einfach dein Freund so von nebenan und so. Ist das jetzt auch so ein Stückchen Motivation für dich, jetzt da auf dem Weg weiterzugehen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt viel gelernt und dass ich das in der nächsten Zeit dann umsetzen kann, das ist auf jeden Fall mein Ziel. Was wünschst du denn dem Marcel? Nächstes Jahr stehen die Olympischen Spiele an in Rio. Ja, also dass er auf jeden Fall eine Medaille holt und dass er halt auch mit sich selber zufrieden ist und gute Leistungen bringt. Ja. Marcel, der Startpunkt einer neuen Karriere. Wie fühlt es sich an als Trainer? Ja, wie gesagt, hat mir mehr Spaß gemacht, als ich gedacht hätte. War echt cool, waren coole Kids dabei. Ich denke, sowas werde ich in Zukunft vielleicht auch wirklich machen. Vielleicht nicht hauptberuflich, aber ein bisschen was weitergeben. Das ist schon cool, denke ich.
das war hier mein Tag beim Deutsche Bahn Turncamp. Hat mega Spaß gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Channel und hier sind meine coolen Teilnehmer.